Hallo, herzlich willkommen, vor allem wohl willkommen zurück. Wir sind dabei, die Instrumente der EZB zu betrachten. Wir sind in der offenen Marktpolitik und wir haben gesehen, in der offenen Marktpolitik verkauft die EZB Wertpapiere an die Geschäftsbanken und zwar im Wesentlichen in zwei Ausgestaltungsformen, einmal als Mengentender und als Zins. Tender. Schauen Sie bitte das andere Video unbedingt. Bei einem Mengentender nennt die EZB den Zins und die Geschäftsbanken nennen die Mengen und die EZB teilt zu. Das geht nach einem sehr komplizierten Schlüssel, das brauchen Sie im Detail nicht zu belasten. Die Grundidee ist wichtig. Wenn die EZB diese Wertpapiere an die Geschäftsbanken verkauft, ist das Geld bei der EZB und die Wertpapiere bei den Geschäftsbanken. Damit wird die Liquidität der Geschäftsbanken reduziert, damit wird das Kreditvolumen reduziert. Und eine Ausgestaltungsform ist der Mengentender. Die EZB nennt den Zinssatz, zu dem sie bereit ist, diese Wertpapiere zu verzinsen. Und die Geschäftsbanken nennen die Mengen. Bei einem Zinstender müssen die Geschäftsbanken die Menge plus den Zins nennen. Das heißt, die EZB sagt, ich höre, und die Geschäftsbanken sagen, ich möchte so und so viel, sagen wir 10 Millionen, anlegen zu dem und dem Zins. Ich möchte für diese Summe Wertpapiere kaufen. Und zwar zu dem und dem Zins. Zinstender wählt die EZB dann, wenn sie herausfinden möchte, wie die Geschäftsbanken die Zinssituation einschätzen. Das heißt, in Phasen der Unsicherheit geht es eher Richtung Zinstender. Wenn die Zinssituation klarer ist, geht es eher Richtung Mengentender. Ja, das war's. Im nächsten Video schauen wir uns noch an, was hinter dieser offenen Marktpolitik steckt und warum das so gut funktioniert. Mein Name ist Marius Ebert. Schauen Sie unter spaßleindenk-shop.de für Lernhilfen, die Ihre Lernzeit dramatisch verkürzen können. Dankeschön.